Nein. Ach so, gut. Hätten wir das geklärt. Dann gehe ich jetzt erstmal Goldo vernichten und später in die Brauerei. Jetzt habe ich ja hier eine Brücke. So, hier drin sollte ich vielleicht etwas aufpassen, dass ich nicht alle mit einem Mal aufschrecke. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, bisher noch ganz gut. Da oben gibt es Gold. So, den hätte ich gern abtransportiert. Was gibt es hier drunter? Zurück. Nein. Alle Mann zu mir. Ich muss hier eindeutig diese Bombenleger loswerden. War schleunigst. Ach so, der hat sich jetzt quasi selbst gesprengt. Das ist natürlich sehr gut. Das heißt, jetzt brauche ich nur noch einen Plan, was ich gegen ihn hier mache. Dass der Schäge mir folgt, war jetzt natürlich nicht so geplant. Meine Lebensenergie sieht auch nicht mehr so besonders gut aus. Das wäre erledigt. So. Das Gold weg. Gab es hier noch mehr? Da hoch ging es, glaube ich, nur auf die Mauer, oder? Jetzt auf jeden Fall noch weiter nach oben. Diese Statue ist in Julis Territorium angekommen, Herr. Eure Schergen sind entkommen und suchen nach einem geeigneten Turmportal. Sehr gut. Das jetzt hier. Wo kommen die denn her? Nicht, dass es mich interessieren müsste. So, und die Frage ist auch, wann meine Schergen fertig sind. So weit hatten die das doch gar nicht mit dem Goldsack. Da gehe ich vorsichtshalber nochmal nachschauen.
dass da nichts schief gegangen ist. Wir mussten den doch eigentlich nur hier von durch das Tor tragen. Und da gab es doch direkt ein Portal. Ach. Die hing da quasi einfach nur fest. Auch gut. Und schon mal hier sind, sammeln wir noch Schergen ein und jetzt rein ins Gemäuer. Was auch immer das hier ist. Vermutlich einfach nur eine Festung. Was genau war denn das? Die sich am Ofen verbrannt? Das spricht natürlich nicht wirklich für die Intelligenz der Schergen. Mann, Mann. So, hier hinauf. So, dann ist dort vorne wieder so ein Witzbold. Dann bitte die wiederbeleben. Danke. So, dann sammle ich das hier ein. Jetzt kommt erstmal noch der Dicke dran. Au. So, und jetzt kümmere ich mich um den Flammenwerfer. Wo auch immer der jetzt hingelaufen ist. Ah, da ist er hingelaufen. Sobald er aufhört zu grillen, genau jetzt, verdammt. So war das mal definitiv nicht geplant. Mal ganz klasse. Mann, Mann, Mann. Eindeutig zu langsam reagiert. So, dann hier auch in die königlichen Hallen. Also ist das so eine Art Schloss. Oder soll es sein? Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergenknallen begraben werden. Das ist gewissermaßen etwas wie Moria. Ach Mensch. Natürlich eine unglaublich tolle Sache, dass man hier die Säulen einreißen kann. Ich frage mich nur, ob das auf die Statik auf Dauer negative Auswirkungen haben könnte. Auf jeden Fall ist es unglaublich laut. So, das anzünden. Das anzünden.
Er kommt jetzt hergewackelt. Ach, guck an, da finde ich Schergen. Der schießt. Weg hier. Na toll. Da werde ich wohl von Hand ran müssen. Nein. Hilfe. Ist ja weg. Mindestens explodiert der eine gleich. So gut wie tot, Herz allerliebst. Dann wird er jetzt hier mal kurz grillen müssen. Hallo. Dann muss das so gehen. Ja, das sieht gut aus. Oder? Ja, sieht gut aus. So, und jetzt noch der hier. Jetzt schnell platt hauen. Okay. Wer hat das erledigt? Schergen auftanken. Vor allem muss ich irgendwoher wieder Lebensenergie bekommen. Schon allein deshalb, weil man dieses pulsierende Geräusch mit der Zeit einfach auf den Keks geht. So, hätten wir den auch erledigt. Kommt die jetzt angerannt. Ach, das sind solche mit Armen. Ach, und noch ein Goldsack. Nett, da sprengen wir das dort auf. Brauche bitte Lebensenergie. Nein, offenbar nicht. Ach so. Immerhin. Okay, ein Sack Gold. Dass er hier jetzt nicht so besonders weit nach Hause hat. Genau. Kann ich mal losziehen. Und hoffen, dass jetzt nicht mehr so viele Flammenwerfer kommen. Okay. Da opfer ich mal zwei blaue. So, jetzt habe ich da Lebensenergie. Das sieht hier so nach Endgegner aus. Ist das tatsächlich schon Goldo? Das muss Goldo sein. Offenbar. Ein riesengroßer goldener Axt. Das würde dann auch seinen Namen erklären. Ach. Das ist die Feuerwalze. Ach, danke für den Hinweis. Hilfe?
möchte nicht gegrillt werden. Ach so. Okay. Kann die Feuerwalze von hinten angreifen?